Am 30. Oktober 2015 versteigert London Coin Galleries im Millennium Hotel Mayfair in Zusammenarbeit mit uns, dem Auktionshaus Künker, Bergwerksgepräge der Sammlung der Preussack. Es handelt sich um die umfangreichste und bedeutendste Sammlung von Bergwerksgeprägen, die bis zum heutigen Tage auf den Markt gekommen ist. Die Darstellungen darauf sind nicht immer einfach zu deuten. Deshalb werden wir sie durch ein numismatisches Bergwerk führen. Steigen Sie mit uns hinab in die Tiefen eines Bergwerks. Sind Sie gut gerüstet? Sie werden Ihre Grubenlampe brauchen, dazu die gepolsterte Kapuze auf dem Kopf, um sich vor Steinschlag zu schützen. Haben Sie Ihr Arschleder umgebunden, Ihre Knieschützer angezogen? Dann kommen Sie mit uns hinein in den Schacht. Zuerst müssen wir über endlose Leitern hinuntersteigen. Über uns lastet tonnenschweres Gestein. Aber haben Sie keine Angst. Die Wände von Schächten und Stollen sind alle mit stabilen Baumstämmen verschalt. Sind Sie schon außer Atem? Es gibt viele Stufen zu steigen, bis wir ganz unten im Schacht angekommen sind. Von da aus zweigt der Stollen ab, in dem unsere Arbeit erst beginnt. Mit Schlägel und Eisen rücken wir den Berg zu Leibe. Wir lösen mit unserem Werkzeug das Gestein, durch das die Metallader läuft. Früher nannte man diese Tätigkeit Hauen, deshalb bezeichnet man uns, die wir das Gestein ablösen, als Hauer. Unsere Arbeit ist sehr gefährlich, vor allem wenn wir Feuer setzen. Damit erhitzen wir das Gestein, um es spröde zu machen, und wir beten, dass es erst spröde wird und herabfällt, wenn wir den Stollen verlassen haben, damit die giftigen Gase wieder abziehen können. In einer Schubkarre bringen die Knappen das metallführende Gestein zur Sammelstelle, und sortieren dort gleich die Taubensteine aus. Das ist schwere Arbeit, die nicht gut bezahlt wird, aber die jungen Leute müssen erst lernen, das Metallhaltige vom Taubengestein zu unterscheiden, ehe sie hauer werden dürfen. Das Metall wird in Eimern hochgezogen. Dazu dient die Haspel. Normalerweise drehen zwei Knappen die Haspel. Das ist auch harte Arbeit, aber wenigstens, wenn der Eimer unten beladen wird, können die Männer ausruhen. Wenn Wasser geschöpft wird, gibt es diese Pausen nicht, und Wasser muss ständig aus den unteren Stollen geschöpft werden, wenn wir zu tief unter das Grundwasser kommen. Deshalb sind wir froh, dass wir den Göpel haben. Ein Göpel ist eine Art waagrechte Tretmühle, in der ein Pferd einen Balken antreibt. Göpel sind typisch für den Bergbau. Keine bedeutende Grube kommt ohne einen Göpel aus. Sie sind von außen leicht erkennbar, weil sie immer wie ein Zelt aussehen, an das ein rechteckiger Schuppen anschließt. Sehen Sie, so sieht ein Göpel aus. Und so funktioniert er. Ein Pferd treibt den Kreuzbalken an. Der setzt ein Zahnrad in Bewegung, das dreht ein kleineres oder ein größeres Rad, über das an einer Kette ein mit Wasser gefüllter Eimer nach dem anderen in einer Röhre nach oben gezogen wird. Mit dieser Technik sind wir unabhängig von einem Fluss. Denn natürlich könnte man so eine Wasserkunst auch mit Wasser antreiben. Aber eben nur, wenn es uns gelingt, Wasser von einem Fluss zum Bergwerk zu leiten. Gelegentlich gibt es technische Gründe, warum wir den Göbel nicht direkt über den Schacht bauen können. Dann behelfen wir uns mit einem Feldgestänge, um die Kraft zu übertragen. Das ist allerdings alles andere als optimal. Der Reibungsverlust beträgt bis zu 80 Prozent. Die Schmelze ist immer in nächster Nähe der Bergwerke untergebracht. Um das Erz vom Gestein zu trennen, müssen erst die großen Brocken mit dem Hammer zerkleinert werden. Dann wird gewaschen. Dabei arbeiten übrigens auch Frauen und Kinder mit. Es ist aufwendig und es dauert lange. Ist aus dem metallhaltigen Gestein das Silber herausgeschmolzen ist. Der wichtigste Grundstoff dafür ist Holz. Am besten verarbeitet zu Holzkohle und glauben Sie mir, dafür braucht es richtig viel Holz. Sie können sicher sein, wo Metall geschmolzen wird, sind die Köhler nicht weit. Deshalb ist es so wichtig, dass die Wälder möglichst nahe bei den Bergwerken sind. Von dort bringen die Fuhrwerke nicht nur die Holzkohle, sondern auch ganze Baumstämme. Wir brauchen das Holz ja schließlich auch für die Erneuerung der technischen Infrastruktur, für das Feldgestänge, für die Treibräder, für die Stollen und die Leitern. Stellen Sie sich vor, nur eine einzige Stufe in der langen Leiter, ein einziger Tragbalken im Stollen wäre morsch, als wäre der Bergbau nicht schon gefährlich genug. Deshalb verehren wir die heilige Barbara. Auf Münzen werden Sie die nicht finden. Die Fürsten nehmen zwar gerne unser Silber, die Angst aber, die uns täglich im Stollen begleitet, die teilen Sie nicht mit uns. Wir vom Auktionshaus Künker danken Ihnen, dass Sie uns auf diesem Spaziergang durch ein numismatisches Bergwerk begleitet haben, und wir würden uns freuen, Sie zur Auktion unserer Londoner Partnerfirma London Coin Galleries begrüßen zu dürfen. Haben wir Sie mit diesem Film neugierig gemacht? empfehlen wir Ihnen, am 30. Oktober 2015 in London teilzunehmen. Sollten Sie weitere Fragen haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.